Nach 4 Jahren gibt es wieder neue Klänge der Finnen von Nightwish zu hören. Am 28. März 2015 erschien das Album Endless Forms Most Beautiful über Nuclear Blast Records. Mit dem 8. Studioalbum beginnt eine neue Ära, denn mit Flori Jansen ist eine neue Stimme zu hören. Bereits im letzten Jahr waren sie mit der ehemaligen Frontfrau von After Forever und Re-Ramp und dem alten Album Imaginarum auf Tour. Während dieser Tour gab es dann den Besetzungswechsel. Durch Unstimmigkeiten wurde die bisherige Sängerin Annette Olsson quasi von einem Tag auf den nächsten ausgewechselt. Bereits da konnte Flor zeigen, was sie kann und gab den Fans wieder Hoffnung auf eine Sängerin, die besser in die Band passt. Aber nicht nur gesanglich gab es Änderungen, auch der Schlagzeuger Jukka Nevalainen wird vermutlich ausgewechselt. Aufgrund starker Schlafstörung wird er bis auf weiteres von Kai Hato, dem Drummer von Wintersun, vertreten. Das aktuelle Werk wurde bereits mit Kai eingespielt, allerdings steht bei den Bandmitgliedern, die im Booklet aufgeführt sind, weiterhin Jukka. Die Band ist also zuversichtlich, dass Jukka auch weiterhin ein Teil von Nightwish bleiben wird. Wie auch schon das Vorgängeralbum gibt es Endless Forms Most Beautiful auch als 2-CD-Version, wobei die zweite Scheibe alle Songs als reine instrumentale Versionen enthält. Das Booklet enthält wie gewohnt die Songtexte und, was mir sehr gut gefällt, thematisch an die Songs angepasste Hintergründe. Sieht sehr stimmig und gut aus. Auch cool finde ich, dass sie im Booklet sogar die Spieler des gesamten Orchesters aufgeführt haben und auch die Angabe auf der letzten Seite, die zeigen, in welchem Zeitraum das Ganze aufgenommen und gemastert wurde. Sehr interessant zu lesen. Außerdem gibt es das Ganze noch als normale CD mit den 11 Tracks, die hier gezeigte 2-CD-Version mit 2x11 Songs als ein Buch. Zur normalen und instrumentalen Version gibt es hier zusätzlich noch eine Orchesterversion und natürlich noch als Vinyl- und MP3-Version. Aber kommen wir zum Wichtigsten, der Musik. Los geht's mit dem ersten Track, Shudder Before the Beautiful, und man fühlt sich gleich wie zu Hause, bis dann der Gesang einsetzt und das bisher so Bekannte plötzlich um eine neue und ungewohnte Komponente erweitert wird. Aber nicht unbedingt die neue Stimme ist hier das Problem, es wirkt einfach wie der erste Song an einem Konzert. Nicht bezüglich der Soundqualität, sondern es fühlt sich einfach so an, als wäre die Band noch nicht so richtig warm gespielt. Nach guter Hälfte des Songs wiederholt sich der Anfang, allerdings mit einer gehörigen Portion Epicness. Richtig kraftvoll, und mir stellt sich hier die Frage, warum der Song nicht gleich hier beginnt. Und so entwickelt sich der anfangs eher schwache Song zu einem super Einstieg in das Album. Mit dem zweiten Track geht es stark weiter und Frau Jansen zeigt, wie facettenreich sie ist. Ein sehr abwechslungsreicher und starker Song, gefällt mir sehr gut. Und dann kommt Elan. Die erste Singleauskopplung und das offizielle Video, welches auf YouTube veröffentlicht wurde. Und als ich den Song zum ersten Mal hörte, dachte ich nur, hoffentlich wird der Rest besser. Es ist ein eher ruhiger Song und eigentlich auch ein sehr schöner Song mit einem sehr markanten Intro, aber er will nicht so recht zu den restlichen Songs passen. Die kraftvollen Teile haben zu wenig Power und die ruhigen sind zu kraftvoll. Er wirkt ziemlich poppig und hat eine Mischung, die einfach nicht so richtig passen will. Fast ein wenig monoton, könnte man sagen, wenn man diesen mit den restlichen Songs vergleicht, die einfach viel dynamischer sind. Aber gehen wir mit vollem Elan weiter zum nächsten Song. Mit Yours is an Empty Hope bekommt man wieder gewohnte Kost zu hören. Viele Metal-Elemente und ein starkes Orchester sind die Zutaten dieses Titels. Einfach nur geil. Nummer 4. Our Decades in the Sun. Und es geht wieder etwas in die Richtung von Elan, aber ohne dessen Problem. Es ist ein sehr ruhiger, gemütlicher Song und genau das will er sein. Sehr schön und die Gitarre im ersten Drittel, oh, der Hammer. Etwas mehr Tempo gibt es dann wieder bei My Walden, ein Titel, bei dem man sich sofort einige Jahrhunderte zurückversetzt fühlt.
was den eingesetzten Instrumenten und dem kurzen Abschnitt in walisischer Sprache, einer keltischen Sprache, geschuldet ist. Kein Highlight, passt aber ins Gesamtkonzept. Aber ein oder besser gesagt das Highlight folgt sogleich. Der Titeltrack bringt alles zusammen, was bei Nightwish zusammengehört. Ein Song, bei dem ich gerne das Volumen weiter aufdrehe. Tolle Stimme, geiles Orchester, abwechslungsreich, was will man mehr? Einfach super. Mit den zwei nächsten Stücken kann dieses hohe Niveau des Titeltracks gehalten werden. Der zweitletzte Titel ist noch ein instrumentales Stück, bevor es dann zu Nummer 11 geht. The Greatest Show on Earth, so nennt sich dieser und fällt vor allem schon mal durch seine Länge von 24 Minuten auf. Dieser ist in insgesamt 5 Kapitel unterteilt. Einige gesprochene Sätze, textlastigere Teile, instrumentale und fast stille Teile wechseln sich hierbei ab. Auch das Geschrei eines Affen ist hierbei zu hören, was laut Duomas Holopine den Übergang zwischen den Primaten und Menschen symbolisieren soll. Ich bin ein Fan von langen Songs, hierbei wäre es aber besser gewesen, die 5 Kapitel auch so zu unterteilen, als alles in einen Song zu packen. Denn dafür ändert sich einfach so viel während der knapp halben Stunde, dass die typische Struktur eines Songs verloren geht. Ich höre ihn gerne, aber wenn ich Bock auf einen bestimmten Teil habe, wäre eine Unterteilung sinnvoller gewesen. Abschließend kann man sagen, es klingt wie damals, dramatisch, bombastisch, kraftvoll, aber auch ruhig und sinnlich, mit den typischen Orchester und den richtig tighten Metal-Einlagen, gepaart mit den restlichen bekannten Zutaten der Finnen, ergibt sich hier ein weiteres erinnerungswürdiges Stück Zeitgeschichte. Dieses gehört sicherlich zu den technisch besten Alben der Band und ist sehr dynamisch. So wird es während der Strophe oft sehr ruhig, bis dann die ganze Wucht des Orchesters wieder nach vorne schiebt. Auch Markus' Stimme sticht hier richtig positiv heraus, sparsam und an den richtigen Stellen eingesetzt. Und das ist mir am Ende 8 von 10 Punkten wert. Wie gefällt euch die Scheibe? Schreibt's in die Kommentare. Wer Nightwish mit dem neuen Material live sehen will, ab November beginnt ihre Europa-Tournee mit Amorphis und Arch Enemy. Zudem spielen sie 2 Festivals in Deutschland und je einen in der Schweiz und Österreich. Danke fürs Zusehen, liken, wenn euch das Video gefällt, teilen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal, tschüss.